Da müssten wir anlegen, glaube ich. Wenn der hier mal fisch. Ach nee, das ist auch nur. Was ist das? Das. Ah, komm her. Barasgund. Okay. Ah, schauen wir erstmal weiter. Hier drüben haben wir sicherlich auch noch ein paar andere Sachen. Geht wahrscheinlich irgendwo in den Untergrund, hätte ich gesagt, so wie es aussieht. Hier haben wir auch so eine Quelle, aber keine Magiekristalle. Dafür da drüben. Yay! Immer her mit dem schwarzer Drache, mit dem man reden kann. Ob ich mit dem reden will. Ob ich die Konsequenzen daraus verkraften kann. Ich weiß ehrlich gesagt nicht. So, dringend speichern, bevor wir hier weiter rumlatschen. Wir sind hier auf sehr, sehr, sehr gefährlichem Gelände. Zwerg Maddox. Kaputter, selbstfliegender Ballon. Tja, ob wir mit ihm reden wollen? Wir können es versuchen. Ich hoffe, ob es einer der sieben Zwerge ist? Lass mal schauen. Maddox, der Zwergenerfinder. Seid gegrüßt, Vampir. Was führt euch hierher? Wir hatten schon lange keine Besucher mehr. Und nicht nur Besucher. Ich habe niemanden außer Bären, Wölfe und Wachen bei den Zwergentoren gesehen, seitdem die Drachen alle anderen verschlungen haben. Ich heiße Maddox und ich bin ein Aeronaut. Wegen Balgas, diesem verdammten Drachen, konnte ich mich schon lange nicht mehr der Aeronautik widmen. Der schwarze Drache ist eine schreckliche Bestie, da könnt ihr mir vertrauen. Mein Name ist Zerd und ich reise durch Netana. Schön, euch zu sehen, wirklich! Es ist schon eine Weile her, als ich das letzte Mal mit jemandem gesprochen habe. Ja, das hast du schon erwähnt. Die Wachen knurren und murmeln und mit dem Drachen habe ich auch schon seit 17 Jahren nicht mehr gesprochen. Seit 17 Jahren? Was? Wie alt bist denn du? Du siehst aus wie 17. Naja, wenn man jetzt mal deine Knollennase weglässt. warum ist es so kalt hier? Erzähl mir was über Darumbam. Was macht ihr hier? Ich werde später zurückkehren. Warum ist es hier so kalt hier? Ja, weil wahrscheinlich, weiß ich nicht. Trockentiere, ein Archipel aus fliegenden Inseln. Die von Drachen bewohnt werden, schwebt genau über Darumbam. Eigentlich fliegen die Inseln nicht wirklich. Sie hängen zwischen den Wolken in der Luft. Und da sie die Sonne verdecken, ist Darumbam immer mit Schnee und Eis bedeckt. Die kurze Zeit, in der die Insel von den Sonnenstrahlen berührt wird, reicht nicht aus, um den Boden aufzuwärmen. Ich träume schon lange davon, die Dracheninsel zu erreichen. Aber Balgas, der Schwarze, hindert mich daran. Erzählt mir was über Darumbam. Mal gucken, was hier so alles lebt. Ha! Hier gab es mal eine riesige Zwergensiedlung. Die Zwerge bauten Azurstädte ab und verkauften sie an Barasgund und Dragandor. Sie führten ein großartiges Leben. Da könnt ihr mir vertrauen. Dann kamen plötzlich die Drachen und haben alle verschlungen. Nach einiger Zeit kamen neue Zwerge. Und die Drachen kamen wieder und haben wieder alles verschlungen. Als dann wieder Zwerge kamen, flogen die Drachen auch wieder über die Siedlung. Und haben dann alle verschlungen, schätze ich. Ja, eine sehr eintönige Geschichte. Ja, genau so war's. Ihr seid klug. 40 Mal haben die Zwerge Darabam wieder besiedelt. Und 40 Mal kamen die Drachen und haben alle verschlungen. Ich weiß nicht. Also schon nach dem dritten Mal, käme mir irgendwann der Gedanke, das macht so keinen Sinn. Ehrlich gesagt habe ich Platzangst. Zwerge haben selten Platzangst, aber ich bin eine Ausnahme. Deswegen fühle ich mich in Verliesen wohl. Außerdem mag ich keine Zwergenstädte. Alles voll mit Zwergen, soweit das Auge reicht. Also ich habe mich hier niedergelassen und genieße die Ruhe und frische Luft. Der Drache will mich aus irgendeinem Grund nicht fressen und ich kann mich um mein Hobby kümmern. Ja. Ich weiß nicht. Als Drache würde ich, glaube ich, auch auf Zwerge verzichten können. Da gibt es dann, glaube ich, leckeres. Schöne Elfenfrauen. Na.
Ich bin ein Aeronaut, der Ballon dort auf der rechten Seite ist mein ganzes Leben. Ich hab ja keine Ahnung, wie schön das Fliegen ist. Wenn man hoch in den Lüften ist und nur die Wolken und Vögel einen umgeben, die Welt sieht von oben so wunderschön aus. Worte können es kaum beschreiben. Ja, fliegen ist eine gute Idee. Besser als mit dem Schiffchenboot fahren. Aber der gemeine Drache lässt mich nicht fliegen. Jedes Mal, wenn ich in die Luft steige, zerreißt er meinen Ballon. Manchmal hat er den Ballon sogar mit seinem Feuer verbrannt. Es ist irgendwie schon eine Routine. Ich repariere meinen Ballon jeden Tag, dann zerreißt ihn der Drache und ich beginne wieder von vorne. Vielleicht kann ich mal mit dem Drachen reden. Ja, wäre sicherlich eine Möglichkeit. Dann gibt er uns aber eine auf die Nuss. Gut, lassen wir das Ganze mal ein bisschen, streckt meine Stimme an. Ich muss auf jeden Fall mit einem Drachen reden. Und ich glaube, ich soll wohl Seide finden, Spinnenseide. Und wir dürfen dann mitfahren sogar, mitfliegen, yay. Okay, ich werde 100 Spinneneier sammeln. Es kann sogar sein, dass ich die schon habe. Leider nicht, nur 27. Verkauft der eigentlich auch was? Nein. Leider nicht. So. Ich glaube, ich sollte hier tunlichst verschwinden. Oder... So, da drüben können wir mit einem Drachen reden. Gut, lass uns aufs Schiff zurückkehren. Hier gibt es weiterhin nichts Interessantes. Und die Insel noch etwas weiter umrunden. Ich sag ja, es ist wichtig, sich Vorteile zu verschaffen. Beispielsweise, indem man neue Gegenden erkundet. Ach, das habe ich schon besucht? Echt jetzt? Wann denn? Achso, ich glaube, ich bin wieder ein bisschen zurückgefahren. Kann das sein? Ja, das habe ich natürlich nicht besucht, weil ich da nicht hinkomme. Ach nee, das Ding ist relativ klein, hä? Kann das sein? Oder habe ich irgendwann... Habe ich irgendwann auf der Fahrt geschlafen? Naja, ich sehe schon. Einen Hafen, einen richtigen Hafen gibt's hier ja nicht. Die Frage ist, ob wir mit einem Drachen reden sollen. Ansonsten hätte ich gesagt, wir teleportieren uns mal hierher. Ich glaube sogar, das machen wir. Lass uns mal hier an Land gehen und... Nee, warte mal ganz kurz. Nein. Wir fahren nach Tristram Portland. Lass uns mal nach Tristram fahren. Auf der anderen Seite, ich hätte auch hochfahren können. Gab es hier eigentlich noch irgendwas Interessantes? Ich weiß gar nicht. Ich meine eigentlich, hier hätte ich soweit alles ausgelöscht. Oh mein Gott, was ist das? Nein. Richtig, hier habe ich noch gar nicht mal richtig angefangen. So war das. So, komme ich hier hin? Ich hätte gerne die Flagge da drüben. Okay, ich werde es versuchen. Wenn wir schon hier sind, bevor wir uns nach Darrenbam zurück teleportieren. Was gibt's hier eigentlich? Die Tür ist verschlossen, die wahrscheinlich auch. Burg des Vizekönigs. Ah ja, hier war ich schon. Mit dem habe ich schon mal gesprochen. Ich will aber... Oh, Mist. Okay, pass auf. Schnell hier rum. Burg von... Nein. Ich will die Fahne hier. Führerschaft. Das ist wahrscheinlich ein geschlossenes Haus. So, die hier kann ich wohl nicht besiegen. Die werden sich wohl wahrscheinlich auch nicht wirklich wegrühren wollen. Magierune. Die nehme ich natürlich immer gerne mit. So, hier drüben haben wir, glaube ich, nichts. Wir kommen auch nicht rüber, oder? Kommen wir rüber? Ja, doch. Okay, komm rüber. Hier haben wir irgendwas. Bischisch der Goblin. Ach nee, die alte Sau. Na gut. Dann war hier weiter nichts großartig. Jetzt wird's aber interessant. Nein. Oh mein Gott. Weg hier. Haben wir das besucht? Ach, kann man gar nicht besuchen. Tschüss, dann gehen wir wieder. Ach. So, mit dem Vizekönig müssen wir nicht reden, glaube ich. Hier kommen wir nicht rein. Doch, kommen wir. Krumms Gasthaus. Hier gab es so... okay. Befreundete Truppe. Moment, was ist das?
Ah, das sind... Ja, ich habe aber keinen Platz. Nein. Kein Platz in meiner Armee. Hier ist niemand, aber warum? Merkwürdig. Na gut, dann weiterschauen. Ich weiß gar nicht, ob wir hier irgendwas Brauchbares übersehen haben. Unbesiegbar auf jeden Fall. Nee, da verschwinden wir mal. Ja, hier hinten ist was. Kommt er hier rein? Bleib weg! So. Ganz kurz zwischenspeichern. Ich sehe, wir werden uns heute, glaube ich, echt noch in Schwierigkeiten bringen. Weg, 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 weg. Ach, Mist. Das war hier. Ja, hier. Die Verstandrune. Das war das, was hier noch rumlag. Und hier hinten... auch schon wieder eine Befeuerungsgruppe, die sich mir anschließen will. Aber ich habe keinen Platz. So, die Schamanenhütte. Und bin im Moment beschäftigt. In meinem Keller links neben meinem Haus versteckt sich der Mutikrieger Aguchik. Aha. Solange sich Aguchik im Keller versteckt, sollten wir ihn als einen Untergrundbandkämpfer einsetzen. So, unser ehemaliger Häuptling soll in einem unterirdischen Elfengefängnis stecken. Die Elfen werden ihn hinrichten, sobald seine Wunden geheilt sind. Es wäre großartig, wenn ihr Soru retten könntet. Ich brauche mehr Details. Und ihr müsst Krumpf den Gastwirt besuchen. Er bekommt viel von ihren Gesprächen mit, wenn sie sein Pilzbier trinken. Ich glaube, dass ihr Tristram befreien könnt. Wir sollten uns einen Plan zurechtlegen. Ich muss über alles Bescheid wissen, was hier vor sich geht. Gaul, Leitl, der Vizekönig der Elfen von Tristram, ist ein kaltblütiger Schurke, aber die Hauptmilitärmacht hier ist Lianil. Ein Sadist und Henker. Ihm gehorchen die Elfenpolizei und die ganze Elfenarmee. Wenn ihr Tristram befreien wollt, dann müsst ihr Lianil vernichten. Es wäre gut, ihn in einen Hinterhalt zu locken. Leider verlässt Lianil seine Festung nie. Er fühlt sich wohler, wenn er von den Mauern und den besten Elfenbogenschützen umgeben ist, als es in den Wäldern und auf den Wiesen von Tristram zu sein, wo er einem gut ausgerüsteten Ork über den Weg laufen könnte. Wir müssen ihn irgendwie aus seiner Verteidigung locken. Haben wir, ehrlich gesagt, schon mal geschafft und nicht nur einmal. Müsste eigentlich wieder gelungen. So, der Untergrund. War ich da unten eigentlich schon mal? Ich weiß nicht, bevor wir da runtergehen. Ich weiß, ich speichere oft, aber das ist einfach sicher so. Mal gucken, was uns da unten begegnet. Oh, eine Schatztruhe. Unterschlupf der Bandenkämpfer. Einfühlsamkeit. Was ist das? Zwei verbündete Truppen stehen in Verbindung. Ein Teil des erlittenen Schadens der ersten Truppe wird auf die zweite Truppe übertragen. Okay. Ansonsten gibt es hier, glaube ich, nichts. Was ist da hinten? Da ist Aguchik. Okay, so wie es aussieht, keine Gefahr. Eine Machtrune. Hervorragend. Nimmst du doch auf. Und eine befreundete Truppe, die sich mir anschließen will. Ja, ich sagte ja schon, ich habe keinen Platz. Und da hinten Verlies. Wollen wir mal ganz kurz einen Blick runterwerfen ins Verlies. Oh, warte mal. Nee, ach komm. Was soll der Geiz? Man kann ja nie genug Speicherstände haben, ne? So, lass uns mal ins Verlies gucken. Vielleicht können wir da noch ein bisschen was mitnehmen. Oh. Oder auch nicht. Ein Elf sitzt da unten gefangen. Okay, wir müssen schwer aufpassen. Spinneneier, das ist genau das, was ich brauche. Schlangennest. Okay, weg. Die sind zu stark. So, genau, hervorragend. Die Standarte, die hätte ich halt gerne, weil das würde meinen zweiten roten Drachen bedeuten. Das wäre halt übelst fett. Wenn ich das jetzt mal so sagen darf. Außerdem... ja, hinten sind einiges an Nestern, aber Schlangennester, keine Spinnen. So, folgen wir der Spinne hier mal ein bisschen. Zumindest mal so lange, bis sie sich umdrehen wird. Ich habe schon eine Weile keine... oh, scheiße.
Okay, sie hat mich hoffentlich verloren. Ich wusste gar nicht, dass die... verdammte Axt. Hey, du. Warte mal, kann ich die vielleicht... Kann ich die vielleicht austricksen? Komm zu Papa. Okay, jetzt. Jetzt, nein! Oh, verdammt. Jetzt müssen wir doch wieder laden. Ja, okay. Ich hab's begriffen. Was, wie viel Leben haben die? 55? Ja, das, ist, glaube ich, zu heftig. Das werden wir, glaube ich... Echt jetzt? Das sieht doch aber relativ vielversprechend aus. Warte mal ganz kurz. Brennendes Öl. Wir probieren es einfach mal. Es sieht relativ vielversprechend aus. Ich sag nicht, dass wir gewinnen, aber wir probieren es jetzt einfach mal. Mal gucken, was passiert. Aber die Holz sind doch schon ordentlich rein. Alleine meine... Oh, warte mal, ich hoffe, das war jetzt nicht zu weit nach vorne bewegt. 7. Okay, Dämonen nach vorne. Dämonen beschwören. Und was kriegen wir? Wir kriegen Cerberi. Oh nein, das sind ja... Oh Gott. Okay. Das ist... Wenn wir sie besiegen könnten, allerdings... Boah, die Rösten, die... Boah, die machen halt meine Kobolde platt. Das ist natürlich richtig heftig. Wir brauchen Verstärkung. Wir brauchen Verstärkung. Ruf der Natur. Zack. 359, was? Ah, Zählibellen. Okay. 19 Wut. Reicht allerdings noch nicht für was Brauchbares. Dann würde ich... Moment. Ach, Eifersucht reicht immer noch nicht. Verdammt! So, Defensivmodus für die uralten Vampire. Und Angriff. Wie viel werden sterben? 24 geht eigentlich sogar. Ups. Ja, die... Oh mein Gott. Okay. Tötungen. Weiß nicht. Ein beschädigter Altar, der noch vor dem Fall des Alten Reichs errichtet wurde. Er greift alle Ziele mit starken Blitzen an, egal ob Freund oder Feind. Eieiei. Schwächset nicht, aber erstmal wollen wir? Ja, wir übernehmen mal eine von den Einheiten hier. Okay, auch wenn es wahrscheinlich funktioniert. Moment mal ganz kurz. Also ich kann... Verdammt. Ich glaube, ich könnte einen Fehler gemacht haben. Naja. Dämonen nach vorne? Fragezeichen? Ja. Ja, die Libellen dürft ihr gerne abschießen. Alles andere ist tabu für euch. Naja. Damit verabschiede ich mich von meinen Goblin. Nein, das lassen wir mal. Wir laden das Ganze mal wieder. So, nee, das möchte ich nicht machen. Ich würde sagen, wir reden erstmal mit... Obwohl, warte mal ganz kurz. Wir konnten ja trotzdem noch etwas mitnehmen, ne? Wir konnten ja trotzdem etwas mitnehmen. Den hier kann ich zwar... Warte mal. Ja, das funktioniert nicht. Ah, ups. Da hat mich wohl jemand was gerochen, gesehen, gehört. Sie kommt aber nicht weiter. Es ist natürlich klar, es ist schwierig, hier unten auszuweichen. Was soll ich sagen? Hier kannst du eigentlich kaum ausweichen. Das würde sehr haarig werden. Ich versuch's jetzt nochmal. Zumindest mal bei denen da hinten. Ich möchte eigentlich meinen zweiten... Oh, oh, oh. Ich möchte eigentlich meinen zweiten roten Drachen sehr, sehr gerne haben. Hier bin ich. Hier, komm. Oh, oh, wir kriegen Besuch. Okay, okay. Woll, hervorragend. Hat's gereicht? Nein, es hat nicht gereicht. So, Spinneneier. Egal, Hauptsache wir haben Spinneneier.
und hoch. So, liebe Leute, das reicht jetzt. Genug der Plänkelei. Ich verabschiede mich für heute. Bedanke mich fürs Zusehen und wünsche euch jetzt einfach noch einen schönen Tag. Vielleicht... Vielleicht startet hier unten noch eine Party. Mal gucken. Auf jeden Fall, bis morgen.